So gesichert war ich noch nie bei einer Folge von Bring Linda ans Limit. Ich komme mir vor wie so eine kleine Presswurst, ich schwitze auch schon voll, aber Safety First, das ist natürlich wichtig, denn wir sind heute in Günzburg und Tim und Luis aus Ulm haben mich eingeladen, mit ihnen so ein bisschen Kajak zu fahren. Tim, wird das so, also wenn ich mich so angucke und euch auch, ich glaube, das wird gefährlich, oder? Ja, sehr. Ja, sehr, sagt er. Dann muss ich nochmal zu deinem Bruder und hoffen, dass er vielleicht mir ein bisschen Angst nimmt. Wird das gefährlich, Luis? Ja, richtig. Okay, dann fangen wir doch am besten mit was Einfachem an. Mit was Ungefährlichem. Und zwar? Aussteigen üben. Also aussteigen üben kriegen wir hin, oder? Linda, komm, paddel, paddel, paddel. Schau da ein, wo du hin willst. Linda in der Mitte, rechts und links sind Steine. Dann legt man das Paddel so an, dann schiebt man es nach außen und dann zieht man sich am Paddelblatt hoch. Das klingt relativ einfach. Eine Stunde Kajak fahren, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist so anstrengend wie 10 Stunden Fitnessstudio, 10 Stunden Joggen an einem Stück. Ja? Ja. Ja. Also ich bin total fertig, aber ihr habt ja gesehen, Tim und Luis, die sind echte Profis. Das ist so geil, was die machen. Ich bin an dieser Stelle raus und ihr könnt ja noch ein bisschen weiterfahren. Ja.